Industrieanlagen, soweit das Auge reicht. Hochöfen und eine Bahnstrecke. Es gehört schon mehr als guter Wille dazu, das als gute Lage zu bezeichnen. Doch mit diesen Aussichten leben 350 Menschen in einem Stadtteil von Salzgitter namens Wartenstedt. Und hier geht scheinbar beides nebeneinander. Eine fast dörfliche Idylle für die Menschen und Platz für die Industrie. Doch der Schein trügt. Die Wirtschaft wächst und will mehr von dem Raum, den die Wartenstädter bewohnen. Claudia Gorille war mittendrin im niedersächsischen Salzgitter und hat Bewohner getroffen, die freundlich gebeten werden, wegzuziehen, sich damit aber schwer tun. Salzgitter-Wartenstedt, ein Ort der Gegensätze. Gepflegte Einfamilienhäuser, liebevoll gestaltete Gärten und Ruinen. Der ehemalige Edeka-Laden verfällt. Das einst schöne Anwesen verrammelt. Aber auch das gibt es in Wartenstedt. Große Grundstücke und Tiere. Das kleine Tierparadies der Familie Geisler-Roski. Vater und Tochter, echte Wartenstädter. Wir haben hier 4000 Quadratmeter mitten im Dorfe. Ja, und fühlen uns eigentlich wohl, ja, ganz klar. Tochter Martina hat ein paar Jahre in anderen Stadtteilen von Salzgitter gelebt, aber irgendwann gemerkt, nirgends ist es so schön wie in Wartenstedt. Viel Platz, nette Nachbarn, also ist halt immer irgendwie was los. Meine Tochter hat einen großen Freundeskreis, es sind immer irgendwelche Kinder hier, heute mal ausnahmsweise nicht. Ich glaube, gerade für ein Kind, also auch so habe ich es ja als Kind auch erlebt, hat man doch hier schon ein ganzes Stück Freiheit. Und diese Freiheit möchten sie weiter genießen. Zurzeit wollen sie nicht verkaufen. Heute sind Vertreter der Projektgesellschaft Salzgitter-Wartenstedt zu Besuch. Sie erklären, warum die Familie wegziehen sollte. So ist, dass wir im Umfeld halt Industrien haben, die dazu führen, dass wir natürlich keine gesunden Wohn- und Lebensverhältnisse mehr haben. 1998 ist ja der Beschluss gefasst worden im Stadtrat, dass Wartenstedt als Gewerbegebiet überplant wird. Und damit hat man ja die Grundlage dafür gegeben, dass hier eine Wohnnutzung nicht dauerhaft Bestand haben kann. Ungesunde Lebensverhältnisse. Die Wartenstädter beurteilen die Situation weit weniger gefährlich. Egal welche Werke, die sind ja auch viel sauberer geworden. Also ich kann mich als Kind noch hier an Zeiten erinnern, wenn meine Oma die Bettwäsche draußen hängen hatte und da war der Wind mal doof, da hatten wir wirklich so eine Rußflecken drauf. Also das weiß ich als Kind noch. Das hast du ja heute gar nicht mehr. Niemand muss sein Haus verkaufen. Das Projekt beruht auf Freiwilligkeit. Viele wollen nicht weg. Ganz ehrlich, bei dem, was gezahlt wird, wir werden nicht so viel kriegen, dass wir irgendwo noch mal neu anfangen können. Und mit ich 50, er 56, unsere Tochter 15, wir kriegen auch gar kein Geld mehr von irgendjemandem. Ich meine, das müssen wir nicht schönreden, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die Preise ermittelt ein Gutachterausschuss. 35 Euro pro Quadratmeter gibt es in Wartenstedt. In den umliegenden Stadtteilen kostet Bauland 45 bis 60 Euro und mehr. Es ist immer gesagt worden, dass der volle Wert gezahlt werden können. Aber wir können natürlich nicht adäquat 1:1, sage ich mal, ein Grundstück in derselben Größenordnung in einem anderen Stadtteil bieten. Viele Wartenstädter sind enttäuscht. 15 Grundstücke konnte die Projektgesellschaft bislang kaufen. 68 sind noch im Besitz der Wartenstädter. Monika Grande wohnt in der Mitte des Ortes. Sie schätzt am meisten die Gemeinschaft. Sie will auch nicht weg. Wir sind hier alt geworden, wir sind jung hergekommen, sind hier alt geworden und wollten auch gerne bleiben. Was aber passiert, wenn die Projektgesellschaft bis 2031 nicht wie geplant alle Grundstücke in Wartenstedt kaufen konnte? Es ist ja zumindest auch auf keinen Fall ausgeschlossen, dass dann das Ankaufsprogramm noch mal verlängert wird, bis dann alle Grundstücke erworben werden konnten. Aber noch gibt es Wartenstädter, die verkaufen wollen. Vor die Kamera möchten sie nicht. Ortsbürgermeister Marco Kreit weiß, die meisten belastet der Verkauf sehr. Vielleicht haben auch einige Vorbehalte, Ängste, dass sie, wenn sie sich jetzt äußern und sagen, dass sie zum Gehen bereit sind, dass sie dann vielleicht schief angeguckt werden von anderen. Gemeinschaft. Noch immer wird sie gepflegt. Einmal im Monat organisiert der Feuerwehr- und Traditionsverein ein geselliges Treffen im einstigen Gerätehaus der Feuerwehr. Heute sind nicht so viele gekommen wie sonst. Vielleicht, weil das Fernsehen da ist. Bei Brötchen und Bier von sich erzählen, Kontakt halten, mal wieder miteinander lachen. Salzgitter-Wartenstedt, ein Ort mit Kontrasten und viel Gemeinschaftssinn, solange es ihn noch gibt.